Morgen! Morgen! Hallo! Heute ein neuer Parcours, auf dem ich selbst noch nicht war, beziehungsweise wir beide natürlich nicht. Wir sind momentan gerade im Südspessart in der 3D-Bogenregion, Link gibt es unter Rhein, machen ein paar Parcours und Ischau war ich selbst noch nie, werde mal jetzt natürlich filmen, euch ein bisschen zeigen, wie es hier so ausschaut. Ist ein etwas kleinerer Parcours, haben wir gesehen. Vor uns auch gerade eine Familie mit Kind, finde ich klasse. Sind wohl auch sehr andere Tiere aufgestellt. Und wir freuen uns, schauen mal, was hier passiert und wünsche euch viel Spaß beim Video. Viel Spaß! Bleibt dran! Bleibt dran! Ich finde den Papagei finde ich geil. Oh oh. Total wunderschöne Gegend hier. Oh! Guck mal! Oh je! Umplumpst! Ich wusste, dass der so fußkrank ist. Super schöne lange Schießbahn zum Einschießen. Vermutlich eine alte Obstwiese. Hinter der Papagei auf der Zielscheibe. Aha. Dann suchst du dann aber den Pfeil. Das glaubst du aber. Drunter? Auf jeden Fall drunter. Ja. Das muss ja einer drüber machen. Ich habe den Rangefinder dabei. Ja. Da kann ich mal gucken, wie viel das sind. Ich will gerade mal was versuchen mit der Kamera. Also ich schätze mal 40. 40? Ja. Zur Scheibe? Ja. 40 bis 50. Ah, da steht es ja unter drunter. 50. 50, toll. Weil Lasergun ist ein Vorteil. Ja. Du kriegst für jeden Schuss den Neben Eisbecher. Aha. Boah, der ist weiter hinten. Ja, ja. Der prallt dann immer oben auf dem Rahmen ab. Der ist jetzt abgeprallt, ja. Hätte nicht sollen sein. Hat er Glück gehabt, der Hansi oder wie halt Papagei heißen. So, hier haben wir dann eine schöne Sitzgruppe im Schatten. Der Plan. Toll gemacht. Hier die Anmeldung. Auch herzig gemacht. Sind die Papiere drin oder die Anmeldesache. Und gegen wirklich kleines Geld Erfrischungshopfengetränk. So, hier geht es dann los. Hier nochmal ein Plan und Start. Schön im Wald. Was meinst du? Erster Eindruck? Ja, klein, gemütlich. Schauen wir mal. Gut. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, halte sich so gut wie alle dran, aber es gibt leider immer einen kleinen Teil, der zumindest die ersten drei für mich wichtigsten Regeln nicht beachtet. Also bitte haltet euch auch daran, dass uns der Sport und vor allen Dingen die Parcours lange erhalten bleiben. Ich finde es auch schön, mal so eher auch ein vielleicht Anfänger kindergerechter Parcours. Süß. Oh, hier die kleine Rabe. Oh je. Ich hol. Okay. So. Ah. Da drückt man drauf. Ja. Ah, okay, ja. Gut. Tolle Konstruktion. Ich lege erstmal einen Pfeil ein, weil ich weiß, wie schnell das geht. Das könnte recht schnell kommen. Ja. Und natürlich gleich getroffen. Was sonst? War Zufall, das Ding ist echt zackig schnell. Ist schnell, ne? Ja. Ist echt schnell. Und magst du den Wolf und die zwei, drei kleinen Scheiße auch? Drei Pfeile und also ich schieße es noch in den mittleren Wolf. Ja. Und dann reicht das, denke ich. Sehr schön. Ich mag diesen das Reh nicht, weil das ist mir zu Wieso schnell. Nicht? Nein, das ist mir zu schnell. Mach doch. Muss ich ja wieder am Rad drehen. Ja, ich drehe am Rad für dich. Das ist eine alte Fahrradfelge. Aha. Eine alte 26 Zoll Mountainbike-Felge. Ist ja witzig. So. Du trittst schon mal selber drauf.
Ich habe aber den Wolf getroffen. Matrose, alle Mann aufs Achterdeck. Vorne 5, hinter 10. Setzt die Luftsegel. Wo bläst er, der weiße Wal? Gut gemacht. Super, super Konstruktion. Gefällt mir. Aufziehe und dann ein bisschen mitgehe. Weißt du was? Jetzt gehst du mal auf weiß. So, Pfeil. Ja. Kleinen Anker. Und jetzt gehst du ab dem Schild ein Stückchen mit. Ja. Dann haltst du aber vor. Ja, okay. Auslöse. Ja. Schuss. Ne, ich glaube, ich habe den Wolf wieder getroffen. Den triffst du gern. Ja. Aber ist echt klasse gemacht. Aber er ist schnell. Er ist schnell. Haben wir als nächstes Einhörner und Pilze. Wenn das nicht hübsch ist, weiß ich auch nicht. Das ist ja einfach nur herzig. Da machen wir jedes Tier einmal einen Schuss, klar. Der erste Pilz. Zweiter Pilz. Das Einhörnchen ist leicht verdeckt durch Blätter. Und hinter dran sind drei dünne Stahlstangen. Aber nichtsdestotrotz trifft man es in den Fuß. Der muss nochmal eigentlich. Echt, in den Fuß? Ja, also nicht wirklich. Oder unten ins... Hinten in Regenbogen Backstop. Ja. Das war der Regenbogen Backstop. Das war nix. Gut, das Einhorn ist sehr, als ich gedacht habe. Du triffst nicht. Wir müssen halt wieder die Superpfeile kommen. Gerade noch in rosa kam. Perfekt. Super. Das ist echt ein zähes Einhorn. Ja, das ist. Will nicht so. Super. Sauber. Sehr schön. Bam. Gute Linie im Regenbogen. Hier ist Einhorn mit einer Eiswaffel. Oh, Schatzi, du bist Innekill. Renny, jetzt kriegst du doch langsam Konkurrenz. Und da, Renny, Thomas, wenn du mal nach Escher kommst, lass das Einhorn am Leben, weil ich glaube, das wird sie nicht überleben. Mit 130 Pfund, oder? Das ist mein Bogen. War der drin? Nee, bestimmt nicht. Das ist Düdi. Düdi. Eine kleine Wildschweingruppe. Sehr schön. Ist natürlich jetzt gemein gegen die Sonne. Das war. So kann man es auch machen. Ein Billard-Innekill. Billard-Innenkill. Also wir sind auf jeden Fall der Meinung, das sind alles selber gemachte schöne Tiere, die dann entsprechend ausschneidet und echt schön bemalt. Sehr schön, wirklich sehr schön. So, dann kommt tatsächlich eine Gruppe Igel und eine Eule. Sehr schön. Ah, die Eule habe ich gar nicht gesehen. Ja, eben. Gesehen. War schon wieder beim Eisbecher, gell? Ja. Gedanklich. Ja. Also das ist jetzt auch nicht so schön, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es lässt sich sehr, sehr schwer ziehen. Ja, ich denke mal, eben durch den Eintritt von der Pfeile entsteht ja Wärme. Renny wird der Kill. Manche lassen sich gut ziehen und manche sind bombenfest. Manche sind dann ein bisschen fester. Ja gut, ich denke, das ist dem Material geschuldet. Aber sonst auch nett gemacht hier. So, da haben wir bunte Dinosaurier.
Und ganz hinter ein T-Rex aus der Lilifee-Produktion. Ich schätze mal 50. 44. Okay. Kerben jetzt auch weiterfahren, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil es auch ein bisschen berghoch geht. Ja. Und aber total mit viel Liebe Hand bemalt, werde ich jetzt einfach sagen. Definitiv. Mit Ansage? Ja, ich fange von vorne nach hinten. Okay. Ich glaube, ich habe ihn genau ins Gelbe, ich sehe nämlich gar ja. nicht. So, und jetzt ganz hinten Lili-Rex. Sieht echt weiter aus, sieht wirklich weiter aus. Vorne zwischen Kopf und Vorderläufe. Ja, ich wollte eigentlich hinter den Körper. Vor den Füßen. Sehr ja, schön. Das sehr gut. Schön. Nicht ohne. Ups. Nicht ohne. Genau dort. Also hier muss jetzt, oder du gehst ein Stück vor auf weiß, wie du magst. Aber du musst echt ordentlich hoch anhalten. Ich gehe mal auf weiß. Man täuscht sich wahnsinnig. Also rein optisch sind es von hinten 60 Meter, wie gesagt, optisch. Super. Im ersten Schuss, bam. Nahkill-Erfahrung. Wird der Alfons wieder sagen. Und hier wieder der RKB, Reni-Kill-Beweis. Gell? Jawohl. Besuchen wir mal den Lili-Rex. Und wer ist im Kill? Oh, wer ist im Kill? Du bist im Kill? Ja. Beim Lili-Rex und ich habe eine Nahkill-Erfahrung gemacht. Aber rein optisch, wenn man jetzt vom Backstop hinten zum roten Pflock guckt, ganz dahinter unten. Also rein optisch sind es deutlich mehr. Da haben wir die zweite Felge von dem Fahrrad. Mal gucken, was ich mal uns am da Rad erwartet. Hier haben wir mal Glück. Aber da, die könnte jetzt auch richtig schnell werden. Das heißt, ich ziehe gleich auf. Sauber. Uiuiui. Ui. Die ist echt schnell, ne? Die ist schnell. Da musst du aufziehen und dann treten. Jetzt wollte ich noch das kleine Füchsle. Jawohl. Und das reicht für hier. Ich kann die auch auslösen, wenn du magst. Naja. Also da kannst du jetzt im Prinzip Ziel auf den mittleren Papagei. Ja. Und kurz bevor er dort ist, okay. Loslassen. Meinst du, ist das die Höhe? Das haut hin, ja. Soll ich lösen für dich? Ja, löse mal für mich. 3, 2, 1, los. Und Schuss. Jawohl, super. Drauf, direkt neben meine. Aber das war jetzt nicht der mittlere Papagei, das war jetzt der Baumstumpf angepeilt. Dann okay, ist gut. Ich noch? Will aber noch. Das Füchsel oder noch ein Papagei? Nee, ein Papagei. Aber da echt schön gemacht. Ich finde diese Papageien echt witzig. Oder Hühner oder keine Ahnung, was es sind. Jetzt. Okay. Sehr schön. So, und weiter geht's auf unserer Reise durch den kleinen, aber wirklich mit viel Herzblut angelegten Parcours. Ich finde, da darf man die Ziele und auch die ganze Arbeit, Liebe zum Detail, ruhig würdigen. Ist das aber komplett was anderes wie sonst die Parcours. Ja, schön gemacht. Ja, deutlich was anderes. Also es ist eher so sehr kindergerecht. Und ich finde es aber klasse gemacht. Also mir gefällt es gut. Ja, die Bienen sind... Ist jetzt halt gemein. Also wenn du die nicht triffst, dann ist er definitiv weg. Aber ich fange jetzt erstmal mit einem der Bären an auf der Schaukel. Und ich würde sagen, das ist eine echte Kinderrutsche. Ja, die würde ich glaube ich nicht treffen wollen. Rutsche.
Oder ist er drin? Doch, ist drin, ja. Ist von drin? Hier sieht man es besser. Jetzt windet es natürlich ungemein. Und von weiß? Nee, ich mache die rechte Biene. Weil im schlimmsten Fall ist noch ein Baum drin. Na, ich muss genau abwarten, wenn sie zu mir steht. Okay, da liegt vorne. Ich meine, das ist mal ein richtig, richtig crazy Ziel. Super, jetzt dreht sich das blöde Vieh auch noch. Jetzt dreht sie sich extra schnell. Ja, jetzt dreht sie sich extra. Ach, jetzt komm, Willi, hör auf mit. Du kotzest ja gleich. Die andere ist ruhig, gell? Ja. Aber er dreht es komplett. Willi? Aber ich habe jetzt gerade genau. Ich muss genau die Mitte treffen. Ja. Ui. Das wollte ich natürlich nicht. Ich glaube, warte. Ich gehe erstmal aufräumen. Liebes Eschau-Team, ich habe euren Willi getroffen. Vermutlich direkt durch die Schnur. Ich habe ihn einigermaßen provisorisch wieder hingehängt. Tut mir leid. Ja, der dreht sich noch, der Kollege, sein Bruder. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber sehr geiles Ziel. Sehr, sehr anspruchsvoll. Vor allen Dingen, wenn er so Karussell fährt wie vorhin. Aber echt total herzig macht. Also wirklich alte Kinderschaukel. Diego aus Ice Age, aber original. Drei Rehe und Diego der Säbelzahntiger. Was zuerst? Ich mache das linke Reh, der Diego und das rechte. So der Plan. Erstmal der Diego. Ja. Er ist halt auch schlank, Kerle, gell? Ja, ja. Er ist nicht so dick wie die Schwarzwälder Säbelzahntiger. Aber der war jetzt aber gut gemeint. Ja, also. Moment. Da bist du sogar im Kill drin. Also die Backstops echt sehr schön angemalt. Diego hat schön den Kamm geschossen. Hier, Reni, diesmal war es Martina. Sehr schön. Das Bienennest möchte ich gern probieren. Und die rechte. Voll ins Kill. Hey, schau mal, was du da getroffen hast. Reni, es wird eng, aber echt total schön gemacht. Schau mal, da hast du, ach Mensch, jetzt schau doch mal, da ist jetzt Kill im Rote. Oh nö. Ah doch. Aber süß. Schau mal, Paul und Roland, so kann man auch Spinnennetz bauen. Man geht einfach zum nächstgelegenen Fußballverein und schnappt sich nachts einfach das Torwartnetz. Und ein guter Torwart geht auch ohne Netz. Ja. Ne, Scherz. Finde ich echt toll gemacht. So, hier haben wir jetzt für den Parcours wirklich knackiger Weitschuss auf zwei Tiger. Hätte ich mich wieder getäuscht. Was meinst du? Der erste 15, dann die hintere 20. 37 hinter. 37? Ja. Aber ich finde, es sieht viel weiter aus. Also finde ich jetzt. Welchen, den hinteren oder den vorderen? Ich mache jetzt erst den vorderen und dann den hintere. Der hintere, aber ich glaube, das liegt daran, weil die Konturen halt schon ein bisschen verschwimmen mit dem Boden. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es findet, dass weiter weg ist. Aber könnt ihr ja gar nicht, weil ihr seht es gar nicht. Genau. Drohen da durch. Ja, es ist echt, man muss über eine Kuppe schießen. Drüber. Ganz leicht. Ja, jetzt ist er drauf.
drauf war. Aber auch schön gemacht wieder mit der Bemalung. Renny zweimal Kill. Boah, gerade noch gereicht, 1% Akku hier. Okay. Das war knapp. Also der war schon ab, der Schwanz, es lag nicht an uns und das ist so ein Schaum. So ein, fühlt sich auch ein bisschen wie Bauschaum, gell? Nee, aber ich glaube, das sind solche Platten. Ja, ich glaube auch eher, dass das so komische... So Platten sind, oh schade. Da ich euch den Willi vorhin die Schnur demoliert habe, mache ich jetzt den Schwanz von dem Tiger wieder. Ich versuche es zumindest. So. Schön. Behelfsmäßig müsst's halten. Super. Jetzt freut er sich. Ja, jetzt freut er sich, hat aber dann schon. Da vorne kommt eine Kuppe. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Das war ein Pferd. Das ist ja echt herzig gemacht. Aber wir schießen auf Nessie, wir schießen dann noch hinter auf den Saurier. Herzig, herzig. So, mal bergab. Nee, ist Nessie, lassen wir, gell? Armes Nessie. Ja. Hast ihn getroffen. Ich weiß nicht, ob man es hören kann auf dem Video, wie es rüberkommt, aber der hat, muss irgendein Mechanismus verbaut sein, aber er hat dann einen Brüller losgelassen. Ja, sehr geil. Sehr geil. So, also da schießt man wirklich nicht drauf, das ist so herzig gemacht. Ja, und hier haben wir ganz kleine Kills. Wir haben jetzt da nicht drauf geschossen, weil das ist so schön gemacht. Und hier haben wir, Renny, tut mir leid, es geht schon wieder los, Killserie. Aber natürlich auch erst mit dem dritten Pfeil. Also es ist kein Kabel, doch, hier ist ein Kabel. Ja, hier ist ein Sensor. Ich vermute so ein Erschütterungsding. Ne, so funktioniert. Ne, ist gut eingestellt, also wenn dann der Pfeil drauf ploppt. Sehr schön gemacht. Echt, echt toll. Gib mir mal die Kamera, dann kannst du... Jetzt halt mal drauf, ich möchte nochmal, dass man mitkriegt, wie das mit dem Geräusch ist, weil das habe ich noch nie so gehabt, ich finde es genial. Genial gemacht. Ich habe jetzt extra mit der Martina ihrem schwachen Bogen geschossen, nicht ganz aufgezogen. Einfach nochmal zum Demonstrieren, wie toll die das jetzt gemacht haben. Und ich finde es halt auch gerade für Kinder genial. Echt genial. Also, sehr schön. Wie gefällt's dir? Bist kaputt nach 2 intensiven Tagen Bogenschießen in großen Parcours. Kaputt. Kaputt. Wir haben es auch bald und dann essen wir ein lecker Eis und heute Mittag in den Swimmingpool, gell? Jawohl. So, dann haben wir hier der Ding Dong und der Dong Ding von der Monster AG im U-Boot U18 auf geheimer Mission. Mit dem habe ich es nicht gerechnet, dass ich umfalle. Ja. Jetzt musst du noch. Wurm. Klasse, sehr witzig. Geil. Ah, ich habe es so gemacht. Kann ich ja nicht, weil dann tust du dir weh mit dem Knopf. Ah ja, stimmt. Liebe Verantwortliche, ich muss euch echt mal ein großes Lob aussprechen. Sehr, sehr kreativ. Mit einfachen Mitteln, aber echt toll gemacht. Sehr schön. Wir haben hier eine Safari-Station, Ameise, Bär, Hyäne und ein Löwe und eine Giraffe. Probier mal die Giraffe zuerst. Was schätzt du? Sieht aber wieder weit aus. Mal gucken, was meinst du? 35. Ja, es ist täuscht. Ich sage jetzt mal so 40. Ui.
52,7. Was? Gut. Leicht bergauf. Okay. Unter links den Fuß. Reicht. Giraffe? Ja. Zwischen den Beinen durch, wächst er. Gerade so. Komisch angehört. Die Giraffe. Ja, der erste war doch hier ein Fuß. Du hast auch den Fuß. Und dann hier. Auf jeden Fall jetzt ein ganz schönes Glubschauge. Aber mit dem Backstop ist schön angemalt, ja, hinten. Ne? Haben sie überhaupt hier schön angemalt? Ja. Oder hier ist ja alles Handarbeit. Auch die Mauer dann so? Ja, ist echt schön gemacht. Gut, jetzt haben wir einen Endgegner. Der Fuchs da unten ist nur das Schwarze. Quasi aus diesem Schaum, der Rest ist Stahlblech. Ene mene mu. Wir nehmen den verflattertste. Das heißt, treffe oder stirb, wie in Riako, was ihr beim Tom Brugger seinem Video gesehen habt mit der Spenderaktion. Ich verlinke es euch nochmal unter rein, war auch ganz interessant. Da haben die auch auf ein Tier geschossen, wesentlich weiter weg, stick im Stahlblech. Ich versuch's einfach. Das war Stahlblech. Aber Linie war gut, gell? Gut. Da schieße ich unten noch auf ein Häsle und auf eine Karotte. Jojojo. Der Schreck sitzt in den Gliedern. Ja, jetzt ist vorbei. Vorletztes Ziel, alle Pfeile geschrottet auf dem kleinsten Parcours. Das wär's noch. Gut, ich schaue mir das Elend erstmal schnell an. Der ist drinnen, der muss aber, ich sehe es hier, der hat hier eine Kerbe ins Stahlblech gemacht und ist dann reingerutscht. Aber die Spitze ist weg. Hey, Spitze! Okay, die steckt da irgendwo drinnen. Okay, gut, aber der hat es überlebt. Rote Treffer. Da ist doch noch ein Füchsle links neben dem Hase. Ja, habe ich gesehen, aber ich habe gedacht, ich lasse es jetzt. Das war der Erdhase. Jo. Das ist irgendwie mal ein komplett anderer Parcours, ne? So ja, es ist komplett so anders. Es ist irgendwie so. Es hat ein bisschen was von einem Märchenwald. Märchenwald, ja. Genau. Ah, ich finde es cool. Ich meine, ist auch schon hier. Ja. Also für Anfänger nicht ohne hier durch die Bäume durch. Da muss man erst. Es gibt aber einen weißen Pflock, ein Stück weiter vorne. Und also nicht unanspruchsvoll. Vor allen Dingen die kleine Fledermaus, die ich jetzt gerade mal probiere. Ja, sauber. Ups. Sehr schön. Mitten ins Kill. Mitte ins. In die Plaunse heißt es, glaube ich, in jetzt. Plaunse. In die Plaunse. Die Plaunse. Jetzt der Geist. Ins Maul. In den Mund. Zahnarzt freut sich. Die Eule hast du da vorne auch gesehen, ne? Die rechts, gell? Ja. Die mache ich jetzt. Ja. Nee, sehr schön. Gefällt mir gut.
Eule. Und das Gespenst? Nein, ich mag erstmal die Eule. Nicht die Schleiereule, sondern die Kiefereule. Und das Gespenst. Ja. Oh, auch links vorbei. So, das war's. Das war der Bogenparcours Ischau. Ich sitze da wie in der Pate. Bin jetzt aber auch kaputt. Also es sind 15 wunderbare Ziele, alles selbstgemachte Figuren, handbemalt. Und auch bewegliche Ziele, super schön gemacht. Ein Dinosaurier mit Ton, sagenhaft. Und ich würde jetzt eher sagen, es ist ein Parcours, den nimmt man mit, wenn man schon hier in der 3D-Bogen-Region Urlaub macht, so wie wir jetzt. Wir sind die ganze Woche jetzt hier im Haus Erika in Stadtbruck-Zelten. Kann ich auch sehr empfehlen, sehr freundlich, ganz, ganz toll. Das nochmal am Rande. Überwiegend würde ich sagen, für Kinder, Jugendliche, natürlich auch für Erwachsene toll, aber wer jetzt so wirklich das jagdlich Gestellte sucht, ist hier definitiv fehl am Platz. Ansonsten richtig tolle Anmeldung. Eine super schöne, seht da hinter mir, Schießwiese zum Einschießen. Ganz tolle Wald, ich meine, was soll ich noch sagen? Guckt es euch einfach an. Auf jeden Fall großes Lob an die Leute hier vom Verein Bogenclub Eschau. Ich weiß nicht, wer das alles hier macht. Habt da echt toll gemacht. Und macht weiter so, macht Spaß. Bis dann. Ciao.